Ja, wir haben diese Ausstellung hier zu einer Bekannten gemacht, wo die Hunde aus dem Inland, im Ausland hingekommen sind. Auch das Richterpanel genügte immer höchsten Ansprüchen. Und eines, was wir, die wirklich auf vielen Ausstellungen der Welt rumkommen, fragen müssen, es gibt keine Ausstellung, die so gut organisiert ist und so pünktlich ist wie die von Jochen. Verkündet. Es fällt uns schwer, das zu akzeptieren. Er wird uns fehlen. Ich wünsche seiner Frau und ihm ein paar ruhige Jahre, wo er noch sich mit der Kynologie beschäftigen muss, aber nicht mehr im Zwang ist, Ergebnisse abzuliefern wie die ganzen Jahre. Er hat uns wenigstens, bleibt er uns insoweit erhalten, dass er bei der Weltkundeausstellung in Leipzig im Organisationskomitee ist und dort sein Wissen und sein Können, was er uns ja schon mal gesagt hat, 1992 auf der Weltausstellung in Dortmund, weiter zur Verfügung zu stellen. Damals in Dortmund waren, erinnern sich gerne an diese wunderbare Eröffnungsschau in der großen Westfalenhalle, wo die Biegelmäuse mit Pferden reingekommen ist, die Schlittenhunde, die Hügelhunde und wo vor allen Dingen diese fantastische Leserschau, was damals noch etwas ganz Besonderes war, dem VGA, dem deutschen Hundewesen, wo das deutsche Hundewesen wieder als Leitfigur in der Ausstellungskultur glänzen konnten. Lieber Jochen, alles Gute für die verabschiede ich mich jetzt.
Es war mir ein Vergnügen. Beste Show 2016 in Hannover, schönster Hund der Ausstellung. Herzlichen Glückwunsch, Applaus für den Samoyed. Ich bin einfach zu alt für diese Scheiße.